Hallo YouTube, und wir öffnen das 11. Faulenzkalender Türchen. Und heute ist es wieder ganz einfach, und zwar einen Echo Dot der dritten Generation, also den aktuellen. Nein, das ist hier nicht der vom letzten Mal, sondern der hier ist jetzt grau. Ich werde hier nämlich lustig einmal alle Farben durchgehen. Und ich meine, zum Echo Dot dritte Generation brauche ich gar nichts zu sagen. Klingt ein bisschen besser als der Vorgänger, sieht ein bisschen flauschiger aus, hat zwar nur noch 4 statt 7 Mikrofone oben drin verbaut, aber die funktionieren oder hören genauso gut oder schlecht zu wie, naja, die Vorgänger. Ich vergleiche das ja immer schön lustig und fleißig und nach wie vor ein Riesenfan, wobei ich nicht das von Amazon vorgegebene Standardaktivierungswort, was ich jetzt nicht sage, benutze, sondern das, was die Jungs und Mädels auch auf der Enterprise benutzen. Das finde ich nämlich nach wie vor immer so was schön futuristisches. Wobei ich auch sage, ne, die Amazon-Lautsprecher, das war eigentlich letztes Jahr, 2017. Das war das Jahr von den Dingern hier und den Aktivierungswörtern. Ich freue mich dieses Jahr sehr darüber, dass Google in die Gänge gekommen ist, dass die da auch einfach Paroli bieten, dass die auch eine Alternative am Markt haben und sich ja dann doch auch mit ihren Dingern, mit den kleinen Home Minis da den Markt zuwerfen, so nach dem Motto, kauf einen und krieg 28 gratis noch dazu. Müssen sie ja auch irgendwie, um da was anderes, auch ein bisschen Marktanteil zu kriegen. Aber das wollt ihr gar nicht wissen, sondern ich sage wieder alle Infos zum VLens-Kalender und wie das Ganze funktioniert, gibt es hier oben in dem verlinkten Video nochmal. Der Link zum Blog zur Teilnahme ist unter diesem Video in der Videobeschreibung zu finden und da dann bitte dann auch kommentieren, wenn das Ding denn jemand haben möchte oder wenn ihr sagt, nein, hör doch auf. Und nein, das ist hier nicht von Amazon gesponsert, sondern alles, wie gesagt, haben wir ja schon mal alles selber gekauft. So, das soll es aber auch gewesen sein. Euch bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss!